ich glaube, das größte Problem ist, dass es diese Trennschärfe gar nicht mehr gibt, dass ein Publikum heute teilweise auch zum Medium wird, dass es nicht mehr die Zeitungen und die Medien auf der einen und das Publikum auf der anderen Seite gibt. Es gibt diese Verschwimmung und Vermischung der Grenzen und das führt zu neuen Gegebenheiten, an die sich alle erstmal gewöhnen müssen. Ich glaube, ein Problem ist, wenn der Journalist oder die Journalistin so vom hohen Ross runterspricht. Ich bin Fan davon, wenn Journalisten auf die gleiche Ebene runterkommen wie ihre Rezipientinnen und Rezipienten und einfach es schaffen zu kommunizieren, ohne von oben herab zu reden. Naja, Misstrauen kommt von Unwissen über die Methoden, die die Journalisten anwenden, und darum sehe ich eine gute Maßnahme, dem entgegenzuwirken, einfach die Recherche, die Journalistinnen und Journalisten betreiben, möglichst offen zu legen. Ich bin immer ein großer Fan davon, zum Beispiel am Ende eines Artikels zu lesen, wie der Journalist oder die Journalistin auf die Frage und das Thema gekommen ist, wie sie vorgegangen ist und wie dann die Ergebnisse, die sie beschreibt oder er beschreibt, zustande gekommen sind. Das finde ich eine sehr gelungene Maßnahme. Ich glaube, Begeisterung kann man erwecken, wenn man weggeht von diesem alles ist schlimm Journalismus und auch mal in den Blick nimmt, was es für positive Entwicklungen in der Welt gibt, die es zuhauf gibt. Es gibt viele Menschen, die auch Gutes anstoßen. Es gibt viele Entwicklungen, die in der Tendenz positiv sind über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Und da den Finger und das Augenmerk drauf zu legen, ist, glaube ich, eine gute Sache. Es gibt viele Beispiele dafür, zum Beispiel neuerdings die Impulsredaktion von der TU Dortmund, die genau diesen Ansatz verfolgt.